Herzlich willkommen. Sie werden jetzt gleich sehr entschädigt werden durch einen bestimmt unheimlich aufregenden und anregenden Vortrag und in anderer Weise aufregend als die Minuten bis jetzt. Ich freue mich sehr, Helga Lutz auch kurz vorstellen zu dürfen, die zu den vielseitigsten Vertreterinnen der Kunstgeschichte zählt, wobei diese Charakterisierung insofern zu kurz greift, als sie sich mit Kunst und der kulturwissenschaftlichen Fragestellungen befasst und auch medienwissenschaftliche Ansätze berücksichtigt. Man darf sagen, dass sie aus interdisziplinärer Überzeugung an einer Aktualisierung des Fachs arbeitet, wobei sie etablierte Verfahren weiterdenkt, wie etwa der 2006 gemeinsam mit Frieda Miesfelder und Thilo Renz herausgegebene Band Äpfel und Birnen, illegitimes Vergleichen in den Kulturwissenschaften belegt, der nicht zuletzt die Rolle des vergleichenden Sehens und damit geradezu einen Grundsatz kunsthistorischer Methodik aufgreift. Helga Lutz ist jedenfalls geradezu prädestiniert, in dieser Reihe zu sprechen, weil sie seit vielen Jahren eng mit LiteraturwissenschaftlerInnen zusammenarbeitet, unter anderem im Rahmen ihrer ehemaligen Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin von Bettine Menke an der Universität Erfurt. Ein durch zahlreiche Publikationen belegtes Interesse an Materialitätsfragen hat und sich immer wieder mit Problemen von Schriftlichkeit befasst. So schon in ihrer 2003 erschienenen Dissertation Schriftbilder und Bilderschriften zum Verhältnis von Text, Zeichnung und Schrift bei Unica Zürn oder dem zusammen mit Dietmar Schmidt und Nies Plath herausgegebenen Band Satzzeichen, Szenen der Schrift, Kaleidogramme, Berlin 2017. Nach Stationen in Berkeley, an der Humboldt-Universität zu Berlin, der Bauhaus-Universität Weimar, der Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle sowie der Karl von Ossietzky-Universität Oldenburg ist sie seit 2017 Professorin für Bild- und Kunstgeschichte der Moderne und der Gegenwart an der Universität Bielefeld. Aber letztlich greift auch die Denomination zu kurz, denn auf die Auseinandersetzung mit Moderne lässt sich die heutige Referentin nicht festlegen. So arbeitete sie in der Forschergruppe Medien und Mimesis unter dem Titel Einbetten, Aufklappen, Anhängen gemeinsam mit Bernhard Siegert zur Mimesis des frühneuzeitlichen Hybridobjekts und zugleich im Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens zu Harun Faroukis Vergleichspraktiken im medienhistorischen Kontext. Der Dialog mit alter und neuer Kunst ist symptomatisch für Helga Lutz. Und wollte man ihre Arbeit überhaupt auf eine Beschreibungsformel reduzieren, so ließe sie sich vielleicht am ehesten dahingehend fassen, dass sie intensive Objektanalysen theoretisch perspektiviert. Und das ist mindestens eine so hohe Kunst wie die Verbindung von Zeichnen und Nähen. In diesem Sinn freuen wir uns auf den Vortrag Endlich, Strich und Faden, zur Übergangigkeit von textilen Operationen und gezeichneter Linie in Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts. Liebe Karin, vielen, vielen Dank für diese extrem freundliche, wirklich sehr nette Einführung. Und ich möchte es jetzt auch kurz machen und im Grunde eigentlich direkt anfangen, weil ich natürlich Ihre Nerven strapaziert habe. Und in diesem Sinne sozusagen danke für diese wunderbare Einladung. Und ich denke mal, ich fange einfach direkt an. Linientheoretische Ansätze, so hatte Wolfgang Kempf für das 16. Jahrhundert und Werner Busch mit Blick auf das 18. Jahrhundert konstatiert, haben immer auch so etwas wie eine kompensatorische Funktion. Die mit ihnen geschriebene Decennio-Geschichte lässt die Linie einen immer stärker metaphysischen Charakter annehmen und treibt ihr dabei den Bezug zu den Dingen regelrecht aus. Wie wirkmächtig diese Konzeption der Linie bis heute ist, lässt sich daran ermessen, dass meine Frage nach dem Zusammenhang von Faden und Linie auf den ersten Blick eine ganz merkwürdige zu sein scheint. Eine, die nahelegt, dass hier jemand das den Zeichen und das den Dingen zugehörige auf eine unzulässige Art und Weise zusammengebracht hat, was in der Folge zu einer Art Kategorienfehler zu führen scheint. Aus einem ganz anderen theoretischen Blickwinkel heraus betrachtet, stellt sich dieser Zusammenhang jedoch dann anders dar. Da erweist sich dieser vermeintliche Kategorienfehler vielmehr als das Resultat einer etwas zugespitzt vorherrschenden platonischen Denktradition, die Ideen, Dinge und Zeichen als unterschiedlichen Seinsordnungen zugehörig versteht.
Die Idealität der gezeichneten Linie und die Materialität des Fadens bleiben dieser Tradition gemäß durch einen tiefen ontologischen Graben voneinander getrennt. In neueren theoretischen Ansätzen wie der Actor Network Theory, der Material Culture Forschung und nicht zuletzt der Kulturtechnikforschung wird genau diese kategoriale Trennung zwischen den Ideen und den Dingen, zwischen Form und Materie seit geraumer Zeit radikal in Frage gestellt. Und so gelangt Tim Ingold in seinem Buch über die Linie denn auch zu einer ganz anderen Auffassung. Für ihn zeigt sich vielmehr, dass es sich bei Fäden und Linien gar nicht so sehr um kategorial unterschiedliche Phänomene handelt, sondern vielmehr um solche, denen das Potenzial innewohnt, sich ineinander verwandeln zu können. Verlagert man diese Überlegungen an einen anderen Schauplatz, überprüft man sie einmal ganz konkret am Beispiel burgundisch-niederländischer Handschriften der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und darauf Bezug nehmend deutschen Handschriften des frühen 16. Jahrhunderts, dann zeigt sich nicht nur, dass es in den Künsten sehr lange kaum möglich war, die autonome künstlerische Linie vom gesponnenen Faden zu trennen, sondern dass diese Trennung bei genauerer Betrachtung sich vor allem als eine ideologische erweist. Aber schauen wir genauer. Warten Sie, jetzt muss ich mal, genau. Mit dem zu behandelnden Material befinden wir uns in einer historischen Phase, in der die Buchmalerei noch einmal eine enorme, aber eben auch verwirrende und nicht zuletzt als problematisch empfundene Blüte erlebt. Versteht man die Seite eines Stundenbuchs, also eines privaten Gebetbuches des 15. Jahrhunderts als ein genau definiertes Ordnungsgefüge mit einer vorgegebenen Aufteilung, mit klar umgrenzten Feldern, Zuständigkeiten, geordneten Abfolgen und Verweisen, also als ein Geflecht von Bedingungen, wie Gabriele Barths und Eberhard König es einmal genannt haben, dann gerät diese Struktur im 15. Jahrhundert oder im späten 15. Jahrhundert zunehmend aus den Fugen. Der heftige Vorwurf von Otto Pecht, dass hier ein Medium gegen seine eigentliche Bestimmung verstößt und man es letztlich nur noch mit den selbstverliebt verspielten, manieriert virtuosen Ausläufern der Buchkunst zu tun hat, ist zwar kunsthistorisch gesehen angegraut, hat aber nicht zufällig so lange Schlagschatten auf die Forschungsliteratur geworfen. Vertraute Hierarchien werden verspielt, aufgelöst, eingeübte Seh- und Lesegewohnheiten verspielt und das, was entsteht, sind hybride Text-Bild-Formationen, in denen nicht nur die Miniaturen ihren angestammten Ort im Gefüge der Seite verlassen, sondern in dem auch das, was die Bordüre zu sehen gibt, sich häufig nicht mehr in ein rein dekoratives oder illustrierendes Verhältnis zu Text und Miniatur setzen lässt. Der Betrachter wird erschüttert, schreibt James Merrow, von dieser grundlegend veränderten, neuartigen Syntax der Seitengestaltung. In den Fokus rücken damit die prekär werdenden Übergänge, Übergänge zwischen Textfeld, kalligraphischem Exzess und bildlicher Darstellung, die zunehmend ambivalent werdenden Transitzonen, die eine klare Grenzziehung problematisch, wenn nicht gar unmöglich werden lassen. Sicher, man kann postulieren, dass es immer möglich ist, zwischen unterschiedlichen Notationssystemen zu unterscheiden. Und man kann dies klarerweise auch im Folgenden tun, wenn man von der strengen Prämisse ausgeht, dass Schrift etwas ist, was vor allem gelesen werden will und vor allem Bedeutung transportiert, während dies dort, wo die Linie aus dem Textfeld ausbricht und in ihr Schrift vielleicht nur nachklingt, nicht mehr der Fall ist. Einer solchen Lesart zufolge ist alles, was jenseits des Hoheitsgebietes der Schrift liegt, Ornament oder Arabeske, aber eben keine Schrift. Was man durch solche strikten Grenzziehungen sichern kann, sind natürlich die Abstände, die Dinge und Zeichen, Bild und Schrift voneinander trennen. Was aber dabei zwangsläufig aus dem Blick geraten muss, das sind die variablen Übergänge, das Werden, die Verwandlungen,
die Potenzialität der Linie. Ich muss hier mal ganz kurz noch jemand eintreten lassen, tut mir leid. Und dann damit die schlichte Frage, wo ist ein Schnörkel eigentlich Schrift und wann ist der Ornament? Was geschieht, wenn die Linie nichts als sich selber darstellt, wenn sie sich vielleicht sogar, wie zu zeigen sein wird, unversehens in die Darstellung eines Fadens verwandelt und damit zwischen dem Grafischen und dem Dinglich-Plastischen zu oszillieren beginnt? Wenn sie aus dem Geflecht der Schrift auf etwas hinsprießt, was nicht länger als Schrift erkannt werden will, das aber auch nicht repräsentational funktioniert, das heißt, kein Abbild von etwas zu erzeugen sucht. Und damit tritt jenes metamorphotische Potenzial der Linie zutage, das unzählige Stadien der Entfremdung von einem gerichteten, geordneten, signifikativen Anordnungssystem der Schrift hin zu etwas Figürlichem, fast Figürlichem oder reinem Linienspiel durchläuft. In diesem Möglichkeitsfeld einer aus der Schrift ausbrechenden Linie und ihren wuchernden Figuren und Gestalten bedrohliche Maßlosigkeit zu wittern, hat Tradition. Der Wunsch danach, diese Unbändigkeit zu regulieren, beginnt historisch gesehen mit dem berühmten Brief, den Bernard de Clairvaux im 12. Jahrhundert an den Abt von Saint-Thierry schrieb. Und ich zeige Ihnen zur Verdeutlichung ein Beispiel auf das, worauf sich der Abt also in seiner Kritik bezieht. Die Seite ist natürlich nicht ganz sozusagen diejenige, also Bernard von Clairvaux schreibt, dass im 12. Jahrhundert, Sie sehen hier, der Psalter, den ich Ihnen zeige, ist von 1260, aber Sie können sich vorstellen, um welche Gestalten es sich handelt. In diesem Brief verurteilt er aufs Schärfste die ornamentalen Auswüchse, diesen wilden Karneval der ehemals im Dienst der Schrift stehenden Linie, aus dem sich nun unversehens ungehörige und unlesbare Gestaltungen wie unsaubere Affen oder monströse Halbmenschen herausbilden. Der heilige Bernhard ist gepeint von der Vorstellung, dass dieses Treiben unzensiert fortdauern, die Fantasie der Mönche weiterhin ablenken und sich insgesamt nicht eindämmen lassen könnte. Und wenig anders lautet auch der empörte Ausruf des Priesters, Übersetzers und Bibliothekars Michael Denis, der im 18. Jahrhundert eine ausführliche Beschreibung einer der berühmtesten Handschriften des 15. Jahrhunderts unternimmt, dem im Folgenden noch genauer zu betrachten, den Stundenbuch der Maria von Burgund. Denis weiß den Wert und die herausragende Qualität des Stundenbuchs durchaus zu schätzen. Angesichts des Bordürenschmucks muss er aber einmal, Zitat, endlich mal seine Meinung sagen, dass man nämlich häufig sich doch wundern muss, wie unsere Vorfahren es zulassen konnten, dass die Bücher, aus denen sie ihre Gebete lasen, so viel Wahngebilde, so viel Bockhirsche, Fuchsgänse und so weiter hineingemalt wurden. Es gibt es doch kaum etwas Wirkungsvolleres zur Zerstreuung des Geistes, der doch gerade für das Gebet gesammelt sein sollte. Kaum je, so muss man feststellen, ist also der Exzess der Linie gefeiert worden. Wenn ein Mittelalterforscher wie Michael Camille in seinem Buch über die grotesken, obszönen und unbändigen Gestaltungen auf den Bordüren der mittelalterlichen Handschriften sich dazu bekennt, dass er vor allem daran interessiert ist, Zitat, how they, also die Bordüre, pretend to avoid meaning, how they celebrate the flux of becoming rather than being, dann kommen umgehend jene zu Wort, die bestrebt sind, das Verhältnis von Text und Bild in geordnete, in sinnhafte Verhältnisse zurückzuführen. Dass die Linie nicht nur Schriftzug oder gezeichnete Linie ist, davon zeugen ihre etymologischen Wurzeln. Es ist die Geschichte des Begriffs, in der sich die dinglichen Verstrickungen abgelagert haben. Linie meint nämlich, ähnlich wie der Begriff Line im Englischen, nicht nur die gezeichnete Linie, sondern auch die Spur, den Faden, das dünne Seil, aber auch die Zeile eines Textes oder eines Liedes. Das englische Wort Line ist dem lateinischen linea verwandt, entlehnt und bedeutet eigentlich Leine, Richtschnur und ist damit nah verwandt dem Linum, dem Linnen, dem aus Flachs hergestellten Leinen. Und auch wenn für die euklidische Mathematik Linie und Fläche kategorial unterschiedliche Dinge sind, etymologisch und materialiter sind Linie und Leinen untrennbar. So erfolgreich die Desenio-Geschichte diesen Zusammenhang auch verdrängt haben mag, in den künstlerischen Arbeiten selbst ist das Wissen um diese Übergängigkeit von Linie und Faden lange
präsent. Ein englischer Psalter von 1300, und man möge mir hier verzeihen, dass ich nochmal auf eine Seite zurückgreife, die sozusagen vor dem eigentlichen Untersuchungszeitraum liegt. Aber diese Seite zeigt so ausgezeichnet, um was es geht. Dieser Psalter von 1300 zeugt unmissverständlich von dem Wissen um dieses transformatorische Potenzial, das die Linie der Schrift mit dem Dinglichen gegenüber der Richtlinie oder der Schnur verbindet. Am linken Rand dieser Manuskriptseite sieht man eine männliche Figur mit Mantel und Kapuze, einen Mönch und Schreiber, der auf den Linien des Fleuronet-Ornaments hinaufgeklettert ist, die aus der Initiale am unteren Bildrand entsprungen sind. Während er mit dem ausgestreckten linken Zeigefinger auf eine bestimmte Stelle im Textspiegel weist, hält er mit der anderen Hand eine Schnur, die an einer aus dem Textverband herausgelösten Zeile befestigt zu sein scheint. Erst auf den zweiten Blick erschließt sich der Zusammenhang dessen, was hier bildlich vorgestellt ist. Man begreift, dass es sich bei der heruntergefallenen Zeile um eine vom Schreiber vergessene handelt, die dort ihren eigentlichen Ort hat, wo der Zeigefinger des Schreibers nun hindeutet und an den er diese mittels der Kordel nachträglich befördern möchte. Aber die Besonderheit liegt natürlich vor allem in der Weise begründet, wie hier die Linie, die als ein Ort der Kopplung fungiert, zwischen dieser einen Linie, die eine Schnur ist, und der anderen Linie, die eine Zeile ist, ein hybrides Textbildgefüge erzeugt. Eines, in dem sich nicht nur verschiedene Bedeutungen des Wortes Linie übereinander schichten, sondern in dem vor allem das operationale Potenzial, das mit der Beweglichkeit der Schnur eingeführt ist, auch die Materialität der Schriftzüge affiziert. Anders ausgedrückt, das Potenzial der Schnur bringt jene textilen Praktiken mit ins Spiel, die mit der Kalligraphie ohnehin immer schon verbunden sind, die des Knotens, des Webens, des Flechtens und des Stickens. Diese Linie erlaubt in diesem Moment plötzlich keine scharfe Unterscheidung mehr in eine grafische und in eine figurative, figurierende Linie, wie man mit Lyotard sagen könnte. Die Linie als Schrift und Seil ist ein hybrides Scharnier, das die signifizierende Funktion der Schrift mit der textilen Natur des Textes verbindet. In dem, was ich Ihnen jetzt im Folgenden zeige, steht die Schrift noch auf der Seite des sinnlich Wahrnehmbaren. Ihre plastische Qualität, wie Jean-François Lyotard es in seinem wunderbaren Buch Discours Figure genannt hat, kann hier noch geschrieben werden. Und so wie ihm geht es auch mir darum, herauszufinden, wann, wo und vor allem wie dieses Auseinandertreten im 15. Jahrhundert erfolgt, auf welche Weise das Geschriebene textuell wird, strikt textuell, während das sinnlich Wahrnehmbare in die Ordnung der Repräsentation einrückt. Diese überaus folgenreiche Trennung, so die zentrale These des Vortrags, kann im Medium Buch und am Auseinandertreten von Linie und Faden auf eine aufschlussreiche Weise nachvollzogen werden. Die Linie wird hier zunehmend zum Garanten künstlerischer Autonomie, während die materiellen, dinglichen und operationalen Aspekte der Linie ins Handwerkliche verdrängt werden. Machen wir im Folgenden das berühmte Stundenbuch der Maria von Burgund zum Ausgangspunkt unserer Investigation, einer kleinen Reise, die uns schließlich zu Dürer führen wird, bei dem das metamorphotische Potenzial der Linie endgültig zum Verschwinden gebracht wird. Das Schaffen des flämischen Kalligraphen Nicolaus Spiering, der von 1453 bis in die 1480er Jahre in Gent und Leuven nachweisbar ist und unter anderem für Herzog Karl den Kühnen gearbeitet hat, ist für den diskutierten Zusammenhang ganz besonders aufschlussreich. Nicolaus Spiering ist zugleich Buchmaler und Kalligraph. Und von ihm stammt nachweislich der überwiegende Teil des kalligraphischen Dekors des berühmten Stundenbuchs der Maria von Burgund. Die Bordüren dieses Buches zeigen eine geradezu obsessive Beschäftigung mit der Verwandlung der Linie in Erscheinungsformen textiler Herkunft, in Stoffe, Fäden, Bänder oder Banderolen. Daneben entdeckt man,
auch bildliche Verweise auf die entsprechenden textilen Praktiken, wie beispielsweise die des Spinnens. Folio 31 recto zeigt auf der Bordüre ein säugendes Schwein, das zugleich mit Spindel und Spinnrocken dabei ist, einen Faden zu spinnen. Der geschwungene Faden ist dabei, und das ist wichtig, kaum zu trennen von dem ornamentierten, aus Akanthus und Fadenranken bestehenden ornamentalen Grund. Am rechten Rand derselben Seite taucht ein Affe auf, der die Kette der Operation fortsetzt, indem er einen ebensolchen Faden auf eine Haspel spult und auf diese Weise den Faden in ein distinktes Objekt verwandelt. Und natürlich gibt es auch die geraden Linien auf den Seiten dieser Handschrift. Es sind die sogenannten Reglierungslinien, die üblicherweise das Layout der Seite bestimmen, bevor Schreiber und Buchmaler mit der Arbeit beginnen können. Diese sind von anderer Natur. Sie bestimmen, wo die Schrift einzusetzen und wo Textspiegel, Miniatur und Initialen enden sollen. Ich zeige Ihnen ein Detail. Warten Sie. Also die linke untere Ecke sozusagen. In Kategorien von Figur und Grund gesprochen, sind sie dem Grund zuzurechnen. Denn sie gehören weder zu den figurativen noch zu den textuellen Elementen der Buchseite. Aber auch diese Linien bleiben vom metamorphotischen Furor des kalligraphischen Dekors nicht unbehelligt. Sie werden auf eine Weise mit einbezogen, die bewirkt, dass sie sich von einer nur zur Orientierung dienenden in eine ornamental-figurale Linie verwandeln. Auf der Kalenderseite für den Januar des Folio 2 recto wird das Textfeld auf der linken Seite von einer vertikal verlaufenden Linie begrenzt, die dort, wo sie nach unten hin über das Textfeld hinaus und in die Bordüre hineinragt und dort plötzlich durch eine kleine, augentäuschende Trompe-l'œil-Öffnung verschwindet. Sie sehen das hier. Aber nur, um etwas weiter unten sozusagen, durch ein weiteres kleines Loch wieder aufzutauchen. Die Linie wird durch diese Operation gewissermaßen in einen Faden transformiert. Man könnte auch sagen, im Rahmen dieser Operation wird Zeichnen als eine Operation des Nähens reflektiert. Denn die üblicherweise zweidimensional gedachte Oberfläche wird damit unmissverständlich zu einem Objekt erklärt, das eine Vorder- und eine Rückseite hat. Genau diesen Umstand rückt die dargestellte Operation allererst ins Bewusstsein. Um die illusionistische Täuschung dieser winzigen Trompe-l'œil-Löchlein noch zu betonen, ist ein Fadenausläufer, den sehen Sie jetzt hier, der unter dem schwarz eingefärbten Textfeld hervorgekommen ist, über den durch die Löcher entstandenen Steg gelegt. In der linken unteren Ecke verwandelt sich dieser, die Linie wiederum, in ein Haar, das zu einem der zahlreichen Profilköpfe dieser Seite gehört. Das kann man wahrscheinlich schlecht sehen. Ich hoffe, Sie können es überhaupt sehen. Figur und Grund, Linie und Faden bilden hier nicht länger eine Opposition. Die erste aktiv, die letztere passiv. Sondern sie interagieren miteinander, sind buchstäblich miteinander verwoben, indem ein eindimensionales grafisches Element, die Linie, sich in ein eindimensionales Bildobjekt mit einer gewissen Plastizität transformiert, der Faden, das durch verschiedene textile Operationen, wie des Flechtens oder Nähens beispielsweise, dreidimensionale Objekte zu generieren in der Lage ist. Es gibt noch andere Arten und Weisen, diesen textilen Ursprung der Linie hervorzukehren und zu betonen. Und das sind die auf den Bordüren vorgeführten topologischen Operationen des Umwickelns, des Verknotens, des sich Verflechtens und Durchbohrens. Auf Folio 46 verso entspringen in der ersten Zeile aus dem Buchstaben D von Benedicimus Oberlängen, die den Buchstaben in eine Schlaufe verwandeln, also hier, deren auseinanderdriftende Linien am oberen Bildrand ein aus unter- und übereinander verlaufenden Bändern bestehendes Flechtwerk entfalten. Die Handschrift variiert dieses Verwandlungsspiel der Linie in Schlaufen, Maschen und Verschlingungen wieder und wieder.
Dort, wo der Raum der Bordüre sonst kaum gestaltet ist und die Linie sich auf dem Pergament ausbreiten kann, ist es ein auf vielfältige Weise wiederkehrendes Gestaltungselement. Ein weiterer, ebenfalls den textilen Verfahren entlehnter Einsatz der Linie findet sich unterhalb des Textspiegels auf Folio 46 recto. Dort ist die Unterlänge des Buchstabens R von Christi von einem Banderolenornament umwickelt, wodurch sich die Unterlänge des Signifikanten kurzfristig in eine Art Stab verwandelt, der erst dort, wo die Banderole von ihm ablässt, wieder fadenförmig wird, sich in etwas zurückverwandelt, das sich um sich selbst herum zu drehen und zu verzwirnen in der Lage ist. Ich spreche hiervon. Banderolen sind grafische Elemente, deren Topologie einen dreidimensionalen Raum hervorbringen. Und so wird auch auf der Seite, wo der Text üblicherweise zwei Dimensionen entfaltet, durch die Operation der Banderole eine dritte Dimension eingeführt, weil sie ein elementares Dahinter und Davor hervorbringt. Die Bewegung und die Form des Übergangs von einem Dahinter zu einem Davor ist die Spirale. Aber was eigentlich ist eine Spirale? Sie ist Ornament, aber sie ist zugleich auch topologischer Operator. Die Spirale, so könnte man vielleicht sagen, ist zugleich das Bild einer Banderole und der Operator selbst, der auf der Buchseite die elementare Übergängigkeit von darüber und darunter, davor und dahinter anzeigen kann. Für die Banderole gilt, dass hier das illusionistische Loch in der Buchseite durch das Loch, das ihre eigene Operation erzeugt, ersetzt ist. Anders gesagt, dort, wo der Buchstabe also noch in das Gewebe der Schrift eingebettet ist, also hier, handelt es sich um eine zweidimensionale Linie, die auf der Oberfläche der Seite angesiedelt ist. Dort hingegen, wo die Linie aus dem Textfeld ausbricht und figural wird, löst sie sich von der Oberfläche, um die Operation des Umwickelns überhaupt erst zu ermöglichen. Werden Linie und Faden als Entgegengesetztes aufgefasst, die erste immer schon als der Form und die zweite der Materie zugeordnet, die erste der Figur, die zweite dem Grund, dann folgt man einer Denktradition, die Dinge als Objekte mit starren Eigenschaften versteht, anstatt in ihnen, wie man es vielleicht mit Bruno Latour oder Tim Ingold argumentieren könnte, anstatt in ihnen verkettete Übergangszustände zu erkennen. Im Bereich des Textilen ist eine solche starre Gegenüberstellung im Grunde immer schon aufgehoben. Und in der Kunst ist sie es eigentlich auch, zumindest dort und so lange, wie die dargestellte Linie ihre textile Dimension ausspielen kann. Ist die metamorphotische figurale Linie im kalligraphischen Dekor eines Nicolas Spiering und seiner Zeitgenossen noch allgegenwärtig, so wird sie in den darauffolgenden Jahrzehnten abgelöst und überschrieben von einem Konzept der Linie, das in der künstlerischen Idee und dem Ingenium eines Künstlers das sieht, was die Hand leitet, während das Material, das von ihr geprägt wird, zunehmend eben nur passiver Grund ist. Etwas zugespitzt, etwas, das zum Verschwinden gebracht werden soll. Es ist ein bestimmter Ornamenttyp, an dem sich historisch gesehen dieser Prozess der Verdrängung der figuralen Linie und ihrer textilen Dimension geradezu exemplarisch nachvollziehen lässt. Es handelt sich um die sogenannte Maureske, einem auch, ich zeige Ihnen das noch ganz kurz, einem auch im Stundenbuch der Maria von Burgund unermüdlich und in seiner ganzen textilen Plastizität vorgeführten Ornamenttypus. Auf den Bordüren erscheint die Maureske zum einen, wie beispielsweise auf Folio 5 recto, als kalligraphisch-textiles Flechtornament. Sie kann aber auch, wie in dem kaum noch als Buchstaben zu identifizierenden O des Mariengebets O in Temerata auf Folio 24 recto als bildhaft gestaltetes Bänderwerk in Erscheinung treten. Charakteristikum der Maureske ist ihre regelmäßige geflochtene Knotenstruktur, der sogenannte Corpo. In der islamischen Kunst taucht die Maureske bereits früh im Mittelalter an unterschiedlichen Orten auf,
Als Bestandteil des westeuropäischen Formenguts allerdings ist sie erst im 15. Jahrhundert in Venedig zu finden, vermutlich vermittelt über den Import von Stoffen, Teppichen, Bucheinbänden, Kacheln und Ähnlichem aus dem Nahen Osten. Feststellen kann man, dass sie fortan fester und in der Folge nur wenig variierter Bestandteil westeuropäischer Ornamentgestaltung ist. So kehren die von Nicolas Schwierig gestalteten Mauresken in kaum veränderter Weise noch Jahrzehnte später auf Ornamentvorlagen des norditalienischen Meisters F. oder Francesco Pellegrino wieder. Bis heute geht man in der Forschung davon aus, dass die Maureske vor allem, wie Arthur Lotz es bereits 1933 schreibt, die Umsetzung der Pflanzenranke in einen abstrakten Flächenstil ist. Richtungsweisender für die hier angestellten Überlegungen erscheint jedoch die von Alfred Lichtwarck bereits 1888 gemachte Beobachtung, dass die Maureske im Bereich der europäischen Ornamentik zuerst von dem Bereich der Stickerei assimiliert worden ist. Es ist Lichtwarcks ganz genaue Kenntnis der sogenannten Modelbücher des frühen 16. Jahrhunderts, also der Vorlagenbücher für Stick- und Spitzenmuster, die Lichtwarck diesen Zusammenhang so früh betonen ließ, ein Kontext, der in der Folge, zum einen bedingt durch die Berührungsängste der Kunstgeschichte mit dem Kunsthandwerk, zum anderen durch die komplizierte Forschungslage der kaum erhaltenen Modelbücher, lange in Vergessenheit geriet und erst in jüngster Zeit wieder ins Blickfeld rückt. Für den hier diskutierten Zusammenhang ist das Medium des Modelbuchs von zentraler Bedeutung, denn es liefert uns so etwas wie einen Missing Link in der Geschichte des Auseinandertretens von den Dingen und den Zeichen. Auf den ersten Blick wirken die Broschüren vor allem unspektakulär und unscheinbar. Sie sehen hier also sozusagen das Titelblatt und eine Seite aus diesem zumeist sehr dünnen Heftchen. Dass es sich dennoch um ein interessantes, aber zugleich komplexes und nicht leicht zu erfassendes Phänomen handelt, diese Erfahrung hat wohl kaum jemand so offen und geradezu unverblümt zum Ausdruck gebracht wie William Ivins, jener Kurator der grafischen Sammlung, dem das Metropolitan Museum in New York die neben Paris und Berlin umfassendste Sammlung dieser frühen Modelbücher verdankt. Im Bulletin des Museums findet sich ein Artikel aus dem Jahre 1929, in dem Ivins nicht nur betont, dass es sich seiner Ansicht nach um ein überaus interessantes Forschungsfeld handelt, nein, er gesteht auch ein, Zitat, that nothing in his experience has ever so baffled him or made him feel more like an idiot than the lace books. One of the rarest and one of the most difficult group of books in all the world. Zitat Ende. Ich glaube nicht, dass es allein die vertrackte und vor allem aus Lücken bestehende Überlieferungsgeschichte der Modelbücher ist, die Ivins zu diesem Kommentar veranlasste. Ich glaube, es ist die besondere Herausforderung dieses Mediums, mit der Ivins und nicht nur er so sehr gerungen hat. Es ist die mediale Vielstimmigkeit, ihr hybrides zwischen Abbild, Diagramm, Notation und Zeichnung angesiedeltes Sein, das die wissenschaftliche Annäherung erschwert, weil es herkömmliche Klassifikationen durchkreuzt. Die Modelbücher stellen eine Herausforderung für die Wissensordnung der Kunstgeschichte dar. Oder mehr noch, die Modelbücher führen vor, dass es andere Arten und Weisen gibt, von den Dingen zu den Zeichen zu gelangen, als es eine traditionelle Kunstgeschichte proklamiert, die die Lehre zwischen den Dingen und den Zeichen nach wie vor sehr stark durch Ähnlichkeit und ein Modell von Repräsentation zu füllen sucht. Die Modelbücher lassen sich aus dieser Perspektive nicht erschließen, weil sie Buch und Holzdruck, Textil und Zeichnung darin nicht als Gattungen oder geschlossene Entitäten fungieren. Das, worum es hier geht, sind Transformationsprozesse, Übergangszustände und Übersetzungsoperationen. Während Vorlagenblätter für Spitze, Stickereien und andere weibliche Handarbeiten im 15. Jahrhundert vermutlich in Form von losen Blättern in den Werkstätten und unter den Handwerkerinnen kursierten, erscheint, man sieht hier im Übrigen auch auf dem Titelblatt hier unten natürlich das ist dann wahrscheinlich schon ein gebundenes Büchlein auf dem Fußboden liegen.
entstehen in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts die ersten gebundenen und gedruckten Modelbücher. Sie bestehen aus einer zumeist überschaubaren Zahl von Holzschnitten, ungefähr 20, maximal 30, und sind von unaufwendiger Machart. Signifikant ist aber, dass die ersten Büchlein weder an einem unbedeutenden Ort noch in einer unbedeutenden Druckerei auftauchen. Sie wurden in Augsburg gedruckt, und zwar bei keinem geringeren als Johann Schönsberger, dem Jüngeren, dem Hofdrucker Kaiser Maximilians, der nicht nur mit dem Gebetbuch Kaiser Maximilians, sondern auch mit dem Druck anderer Großprojekte des Kaisers betraut war. Also das ist jetzt der Sohn von, der Ältere ist sozusagen mit dem Gebetbuch Kaiser Maximilians beauftragt, das muss ich jetzt korrigieren. Es überzeugt, dass Lotz die berühmte Augsburger Druckerei Schönsberger als die Geburtsstätte der Gattung Modelbuch angesehen hat. Und sie ist es nicht zuletzt aus dem Grund, weil Schönsberger nicht nur eine Papiermühle besaß, sondern zugleich auch für die Herstellung von Zeugdrucken, also dem Drucken mit Holzmodeln auf Stoff, bekannt war. Ich zeige Ihnen, man sieht es nicht besonders gut, aber ich wollte Ihnen gerne ein Beispiel für diesen frühen Zeugdruck zeigen, weil ich glaube, das kennt man nicht wirklich so, oder viele Leute kennen es nicht. Es geht um diesen in der Mitte hier zu sehenden Reliquienbeutel. Und wenn Sie sehr genau hinschauen, und vielleicht brauchen Sie auch noch ein bisschen Fantasie dazu, dann sehen Sie darauf ein maureskenartiges Muster, das eben nicht das ist jetzt Leinwand, das ist noch nicht Stoff, auf diesen Leinwand nicht eingewebt ist, sondern eben aufgedruckt. Vermutlich, schreibt Arthur Lotz, konnte nur an einem Ort, an dem sowohl, Zitat, Stoffe mit Modeln und Bücher mit Holzdrucken gedruckt wurden, Zitat Ende, diese späte Manifestation der Untrennbarkeit von Linie und Faden hervorkommen, wie sie die Modelbücher klar dokumentieren. Es sind die frühesten erhaltenen Exemplare, die für die Frage von Linie und Faden von besonderem Interesse sind. Auf ingeniöse Weise materialisiert sich in ihnen die Übergängigkeit von textiler Operation, gedruckter und gezeichneter Linie. Die Modelbücher waren ursprünglich nicht nur als Anleitungsbücher für Stickerei und Spitze vorgesehen, sie konnten auch als eine Art Notizbuch für eigene Aufzeichnungen verwendet werden. Das Exemplar, das sich heute im Kunstgewerbemuseum in Leipzig befindet, enthält zum einen Seiten, wo die gerasterten und zur eigenen Nutzung vorgesehenen Teile der Seite leer geblieben sind. Andere Seiten belegen, dass sie tatsächlich auf diese Weise genutzt wurden. So zeigt Seite 88 links, also hier sieht man das, ne, das ein von einem Rahmen eingefasstes symmetrisches florales Muster, das Teil des Holzdrucks ist, während sowohl das Knospenornament wie auch die Blattranke rechts per Hand und vermutlich während der Arbeit mit Tinte eingezeichnet wurde. Ab 1527 verbreitet sich die Augsburger Erfindung, und zwar mit geradezu rasanter Geschwindigkeit. Abgewandelt, ergänzt, vermehrt, verbessert und immer wieder den lokalen Bedürfnissen angepasst, tauchen die Schönsbergerschen Vorlagen zunächst bei Peter Quentel in Köln auf, wenige Jahre später bei Christian Egenolf in Frankfurt und dann bei Wilhelm Vostermann in Antwerpen. Also Sie sehen hier immer die Titelseite und das ist sozusagen das Beispiel für die Maureske, das ich daneben getan habe. 1531 dann Niccolo Zoppino in Venedig und zahlreichen anderen Druckern in Italien, Frankreich und den Niederlanden. Aber es sind die von Giovanni Antonio Taliente gedruckten Modelbücher, die den Bestand der deutschen Vorlagen erstmals um den Ornamenttypus der Maureske tatsächlich erneuern. In dem Modelbuch Esempio di Ricami, das Taliente 1530 in Venedig druckt, taucht sie unter der Bezeichnung Groppi Moreschi e Arabeschi auf. Taliente ist eine schillernde und vielgestaltige Figur der italienischen Renaissance. Beim venezianischen Staat angestellt, ist er zugleich Kalligraph, Herausgeber, Autor und Drucker. Von seiner Hand stammen so diverse Schriften wie ein Rechenbüchlein, eine Anleitung zum Schönschreiben, ein Liebesbriefstellerbuch und nicht zuletzt verschiedene Ausgaben von Modelnbüchern.
Bereits sein erstes, 1527 gedrucktes Buch, das sozusagen grob übersetzt den Titel trägt, Neues Werk, das die Frau zum Nähen, Sammeln und Zeichnen und für jedermann anleiten will, hat den Anspruch, sowohl den Anwendungsbereich wie auch das Zielpublikum der Modellbücher auszudehnen. Die Vorlagen können, so lautet der schon im Titel formulierte Anspruch, nicht nur von den Handwerkerinnen, sondern auch von anderen Künstlern genutzt und verwendet werden. Also es sollte sozusagen nicht nur für die Handwerkerinnen, sondern auch für die Künstler, für alle Künstler sozusagen von Nutzen sein. Was Taliente interessiert, ist folglich der Transfer und die Übertragbarkeit der Vorlagen auf unterschiedliche künstlerische und handwerkliche Anwendungsbereiche. Und so wird eben auch der Gegenstandsbereich der Werkzeuge ausgedehnt. Eben nicht nur Nadel und Faden werden benötigt, sondern auch das Tintenfass und ein Zirkel gehören dazu. Man könnte vermuten, dass damit zugleich der nicht unproblematische Weg freigeräumt ist von den engmaschig gerasterten Vorlagen zu jenen späteren Mustern, die zunehmend eine sehr viel freiere und ungebundenere Linienführung aufweisen. Vorlagen, die, wie Arthur Lotz kritisch anmerkt, zwar möglicherweise von einem guten Zeichner ausgeführt sind und eine gelungene Zeichnung darstellen, aber keinen fachmännischen Verstand mehr erkennen lassen und als Stickereivorlage wohl kaum mehr geeignet sind. Für Taliente gilt dies dennoch nicht, zumindest dort nicht, wo es um die Maureske geht. Auf den abschließenden Seiten des 1527 gedruckten Modelbuchs, die dicht gefüllt sind mit praktischen Ratschlägen, findet sich auch eine Stelle, die Zeugnis davon ablegt, wie wichtig es ihm war, dass die textilen Wurzeln der Maureske als konstituierendes Element bei der Anwendung erhalten bleiben und Linie und Faden also als untrennbar voneinander vorgeführt werden. Für den Groppo der Maureske gilt, dass man beim Kreuzen der Linie so Taliente, Zitat, stets zu beobachten habe, dass sich das Band oder die Schnur einmal unter, dann über die andere lege, weil die wahre Schönheit des Verflechtens und Verschlingens darin besteht. Das eine mal unter, das andere mal darüber zu kreuzen, wird der, welcher die Anordnungen und Verschlingungen nicht beachtet, keine anmutige Wirkung erzielen. Die Linie als Band oder als Schnur und das damit verbundene operationale Potenzial sollte also unbedingt sichtbar bleiben. Die Beschreibung geht hier letztlich in eine Art Gebrauchsanleitung über, in die Anweisung einer topologischen Operation. Im Darunter und Darüber der als Schnur oder Kordel ausgewiesenen Linie wird dem Holzschnitt ein plastisches, zeitliches und räumliches Moment eingeschrieben, das die Dreidimensionalität des Textils in der Zweidimensionalität des Mediums zu vermitteln sucht. Die anmutige Wirkung bedeutet also weniger reine Anschauung als die Möglichkeit eines schauenden Nachvollzugs. Und natürlich ist es interessant zu sehen, dass bei Taliente das Verständnis der Linie als Korda, als Schnüre nicht nur auf den Bereich der textilen Ornamentvorlagen beschränkt ist, sondern auch bei der Gestaltung der Signifikanten, nämlich im Bereich der Kalligraphie, eingesetzt wird. So findet sich bereits in dem angebrochenen Modelbuch von 1527 eine Tafel mit Buchstaben des Alphabets wieder, die auch in seinem Schriftenbuch von der wahren Kunst der schönen Schrift wiederkehrt, beziehungsweise in beiden ist sie vorhanden. Aus dem Ober- und Unterlängen entfaltet sich hier ein exuberantes, ineinander verschlungenes Schnürenwerk. Durch den schwarzen Hintergrund noch hervorgehoben, breiten sich Knoten und Maureskenornamente über die Seite, schlängeln sie sich durch und um die Buchstaben herum, um sich immer wieder zu kunstvollen, regelmäßig gestalteten Ornamenten zusammenzulegen. Die Schwünge der Schrift und die geflochtenen und geknoteten Ornamente sind hier kaum voneinander zu trennen, ergeben ein organisch ineinander verwobenes Ganzes, buchstäblich eine Textura. Es ist dies ein Gebilde, das grafisch, kalligraphisch und textil zugleich ist. Aber kehren wir abschließend noch einmal nach Augsburg zurück, zur Druckerei Schönsberger. Denn genau dort
wo mit den Modelbüchern noch einmal ein Medium entsteht, das die Übergängigkeit von Dingen und Zeichen, von textilem Faden und gezeichneter Linie inszeniert, prägen sich sozusagen zeitgleich auch die Anfänge der Verdrängung dieser Hybridität aus. Viele der in diesem Text aufgenommenen Fäden laufen hier zusammen. Zum einen ist die Drückerei Schönsberger der Ort, wo verschiedene Großprojekte Kaiser Maximilians, an dem Albrecht Dürer gedruckt wurden, unter anderem das berühmte Gebetbuch Kaiser Maximilians, an dem Albrecht Dürer maßgeblich beteiligt war. Es ist nicht nur davon auszugehen, dass Albrecht Dürer mit den Modelbüchern Schönsbergers vertraut war. Es ist auch anzunehmen, dass ihm das kalligraphische Genie Nikolaus Spiering bekannt war, denn zwei der von ihm gestalteten Handschriften, das Stundenbuch der Maria von Burgund und das Gebetbuch Karl des Kühnen, befanden sich im Besitz Kaiser Maximilians. Hans Christian von Tavel geht so weit, zu vermuten, dass der Kaiser Dürer Einblick nehmen ließ in diese Handschriften, da ihm möglicherweise etwas Ähnliches für sein eigenes Gebetbuch vorschwebte. Jedenfalls, so von Tavel, sind die Schnörkel Dürers erstaunlich nah mit denjenigen von Nikolaus Spiering verwandt. Oberflächlich gesehen ist diese Beobachtung durchaus zutreffend. Dürer macht auf den Bordüren des Gebetbuchs nicht nur erstaunlich häufig Gebrauch von dem Ornamenttypus der Maureske, die Art und Weise seiner Gestaltung ist formal ähnlich und erlaubt durchaus den Vergleich von Spiering und Taliente. Bei genauerer Betrachtung jedoch stechen zwei signifikante Unterschiede ins Auge, die dem Ganzen eine andere Wendung geben. Zum einen die Tatsache, dass im Gegensatz zu Spiering die Trennung von Schriftraum und figürlich ausgestaltetem Bordürenraum bei Dürer bereits sehr weit fortgeschritten ist und man von einer metamorphotischen Linie tatsächlich nicht mehr wirklich sprechen kann. Zwar ist es der Linie bisweilen noch gestattet, in den Textraum einzudringen, aber dort, wo dies geschieht, bleibt sie dennoch von der Schrift klar geschieden. Nur dort, wo Spazien entstanden sind oder ein Teil der Zeile leer geblieben ist, füllt eine Schnörkellinie, ein Knoten oder Rankenornament den vom Layout verursachten freien Raum. Aber von noch größerer Bedeutung ist der zweite Unterschied. Es ist der Umstand, dass Dürer die Verschlingungen und die Verknotungen seiner Mauresken jeglicher Plastizität beraubt hat. Kordel, Band und Faden werden konsequent durch sich überlagernde Linien ersetzt. An die Stelle der knotenartigen Verschlängungen und Verflechtungen, auf deren plastische Wiedergabe Taliente in seinen Anleitungen so viel Wert legt, tritt bei Dürer ein gezeichnetes Lineament, bestehend aus sich einfach nur überkreuzenden Linien. Das Grafische ersetzt hier das Plastische vollständig. Die zweidimensionale gezeichnete Linie tritt an die Stelle der Kordel. Und das heißt auch, die Bewegung der Hand der Stickerin, die den Faden führt, wird ersetzt durch die Hand des Künstlers, der auf der Oberfläche der Seite die Linien zeichnet. Die Löcher, die für den Vorgang des Stickens so zentral sind und die in den kleinen Trompe-l'œil-Löchlein bei Spiering noch sichtbar sind, verschwinden bei Dürer. Wenn die Maureske in jedem Fall ein unmittelbar mit den textilen Künsten verknüpftes Ornament ist und wenn zweitens, wie dargelegt, zwischen den textilen Künsten und dem Buchdruck eine enge Beziehung besteht, die durch den Holzschnitt vermittelt wird, und wenn schließlich drittens in der Person Talientes der direkte Zusammenhang zwischen Stickerei, Model und Kalligraphie, Faden und Linie, Sticken und Schreiben belegt ist, dann wird deutlich, wie konsequent. Kann man mich hören? Ja. Wie konsequent Dürer die Maureske von ihrer textilen Herkunft und von all ihren textilen Bezügen befreit hat. Das Auslöschen all jener Elemente, die den Faden als wesentlichen Bestandteil der Maureske ausweisen, vermag schließlich das hervorzubringen, was die Ideologen des Disegno das freie Spiel der Linie nennen. Aber dieses angeblich freie Spiel der Linie ist natürlich nicht frei, denn es basiert auf der Verdrängung der Verbindung von Linie und Faden und bleibt damit folglich als Verdrängung an diese gebunden.
Und so kehrt auch bei Dürer die Problematik von Linie und Faden auf etwas verschobene Weise wieder, so beispielsweise in den Notizen für das geplante und nie ausgeführte Lehrbuch für Malerei aus den Jahren 1512-1513. Mehr als ein Drittel des so kurzen Fragments ist dem schillernden Glanz seidener Stoffe gewidmet, den es in der Malerei unter allen Umständen zu vermeiden gilt. Die schillerte Farb, also die schillernde Farbigkeit der seidenen Gewänder, die von zweien Farben gebürgt ist, also von zwei Farben gewirkt ist oder durch zwei Farben gewirkt ist, ist Dürer ungefähr so ein Gräuel wie die duschierte, also gemischte Farbe, die aus zwei verschiedenen Farben zusammengesetzt ist. So wie die Farbe nicht aus ihrer Art kommen muss, also sozusagen ihre eigentliche Bestimmung nicht vergessen sollte, so soll es auch die Linie nicht. Die Art der Linie sieht vor, sie kann konturieren, sie kann formen und sie kann auch gestalten, aber sich in die Dinglichkeit eines Fadens zu transformieren, das kann sie nicht. Und doch, im Halbverborgenen kehren auch bei Dürer die Mauresken an den Ort zurück, an den sie gehören, nämlich in den textilen Raum. So sehr sich Dürer von der figuralen Linie und ihrer Verschwisterung mit dem Faden abkehrt, so finden seine letztlich nur noch grafischen Mauresken und Knoten in der Malerei den Weg zu den textilen Erzeugnissen zurück. Die goldene Kasel des Papstes auf Dürers Dreifaltigkeitsaltar ist außerordentlich reich damit verziert. Oder vielleicht sollte man sagen, damit beschriftet. Wenn Dürer also, wie dieses Bild zeigt, die schillerte Farb, die schillernde Farbigkeit der Textilien, der seidenen Textilien, die von der Plastizität des Fadens hervorgehoben werden, radikal ins Plastische zu übersetzen sucht, dann wird hier deutlich, dass das viel zitierte Zeichnerische seines Stils zugleich das Ende der figuralen Linie bedeutet. Das metamorphotische Potenzial der Linie wird hier endgültig zum Verschwinden gebracht, und zwar zugunsten einer kategorialen Trennung zwischen grafischer und plastischer Linie. Die damit ins Kunsthandwerk abgedrängte figurale Linie Talientes kehrt hingegen an einer anderen Stelle wieder, nämlich in einem Klassiker für weibliche Handarbeiten, der Enzyklopädie der weiblichen Handarbeiten von Thérèse de Dillemont, einem Buch, das fast 1000 Seiten stark ist und um 1900 in Straßburg erschien. In ihm führt das figurale Alphabet von Taliente ein stilles und verstecktes Nachleben. Die Verfasserin ist unübersehbar fasziniert von den kalligraphischen Buchstaben, die sie in Talientes Modelbuch von 1562 findet. Um sie allerdings erneut handwerklich praktikabel und plastisch zu machen, schlägt die berühmte Handarbeitslehrerin vor, Talientes Korder durch einen maschinell hergestellten Litzenbesatz der Firma DMC zu ersetzen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.